Another day is dawning, a new song on the air. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr merkt, habe ich irgendwie Blut geleckt und habe echt ein bisschen meine Liebe zu YouTube wiederentdeckt. Wie gesagt, ich habe früher echt viele YouTube-Videos gemacht, hatte einen Bücherkanal vor 8, 9 Jahren und habe ja auch, wie gesagt, meinen Kreativkanal, wo ich halt sehr, sehr viel Mixed Media, Art Journaling, Mal, Zeichenvideos mache. Kann ich ja gerne mal unten verlinken für die, die das interessieren. Ist allerdings alles auf Englisch. Und ja, habe jetzt irgendwie echt Spaß daran gefunden, auch so ein paar Düftelvideos zu machen. Und ja, wollte jetzt ganz gern mit euch einfach noch einen kleinen You-In teilen, nochmal zeigen, was in den letzten 2, 3 Wochen bei uns eingetrudelt ist. Sind auch noch 2, 3 Kerzen vom Black Friday mit dabei, glaube ich. Ja. Die meisten Sachen, die wir gekauft hatten, waren allerdings Wachsmelz. Und die werde ich denen eventuell nochmal separat zeigen. Jetzt wollte ich ganz gerne einfach nur erstmal kurz auf die Kerzen eingehen. Ich muss mal kurz. Genau, ist eine bunte Mischung aus 3, 4 verschiedenen Online-Shops. Kringle ist dabei, Bath & Body Works ist dabei, eine Yankee ist dabei, Goose Creek ist dabei und Colonial Candle ist dabei. Ja, und ich denke, wir fangen einfach an. Ich denke mal, viele davon werdet ihr auch schon kennen, sicherlich. Ist jetzt nichts mega Neues dabei. Ich glaube, 1, 2 Neues dabei. Egal. Wir starten einfach. Und da geht's gleich los mit meiner absoluten Lieblingskerze des Jahres bis dato. Die hatte ich mir vor, ich weiß gar nicht, irgendwann im Oktober, glaube ich, war ja mit der Herbstkollektion rausgekommen von Kringle. Da hatte ich mir, ich glaube, ein Daylight und ein Clamshell Wax Melts in Polen bestellt. Und habe bei dem Duft gar nicht so viel erwartet und war so verliebt, dass ich unbedingt die Kerze brauchte, wollte die jetzt aber ungern auch direkt nochmal in Polen bestellen und habe dann einfach gewartet, bis sie dann hier bei uns in den Shop kam. Und sie kam und sie musste natürlich sofort bei uns einziehen. Und zwar ist die Rede von Knitted Cashmere von Kringle Candle. Und damit spoilere ich gleich mal einen der allerersten Plätze für unsere Kerze des Jahres. Weil ich liebe ja generell Kaschmirdüfte und da gibt es ja auch so kleine feine Unterschiede. Und nicht alle sind irgendwie richtig toll. Aber die... Ich war von Anfang an so verliebt in diese Kerze. Oh, die ist so warm. Die umarmt einen regelrecht, finde ich persönlich. Da riecht so ein bisschen diese Zitrone raus. Und dann so eine Note von Wildleder. Ja, und dann einfach auch diese Vanille-Tonka. Weiß nicht genau was. Vanilletunker und Sandelholz oder Birkenholz. Aber das ist wirklich so ein schöner, erdiger, warmer, holziger Kuschelduft. Einfach so der umarmt dich förmlich. Und wie gesagt, ich finde, der kam auch... Ich muss sagen, ich kann es jetzt noch nicht von der Kerze beurteilen, weil ich sie bisher noch nicht... ich hatte sie bisher einmal kurz unterm Warmer. Allerdings hier im Wohnzimmer und unser Wohnzimmer ist kerzentechnisch denkbar ungünstig, weil es einfach, es ist jetzt quadratmetermäßig kein riesengroßer Raum, aber es ist nach oben hin alles offen. Also die Deckenhöhe ist, glaube ich, lass mich lügen, 6 Meter, ich weiß es nicht. Thomas? Also 5 Meter. Also. 5 Meter? Ja, nicht mehr. Okay, 5 Meter. Habe ich wieder übertrieben, Maslow. Auf jeden Fall
Es ist halt, wie gesagt, Maisonette-Wohnung und nach oben hin alles offen. Und demzufolge, wenn wir hier unten was anhaben, das zieht in die komplette obere Etage und da riechst du hier unten so gut wie gar nichts. Von daher ist für mich eigentlich immer nur sinnvoll, in meinem Zimmer zu düfteln, im Büro, im Schlafzimmer oder halt direkt oben, wo es dann nicht noch nach oben hinwegziehen kann, obwohl da natürlich auch alles offen ist. Aber wie gesagt, die ist einfach ein Traum, diese Kerze. Ich liebe, liebe, liebe sie. Hab mir auch nochmal 2 Clamshells Waxmelts nachbestellt, einfach weil ich ehrlich gesagt gar nicht an die Kerze ran möchte. Das ist bescheuert, oder? Man ist so dumm irgendwie, aber ich weiß nicht. Die ist auf jeden Fall der absolute Oberhammer und ich liebe sie einfach. Den Duft, der... Das ist einfach wie eine kuschelige, warme Umarmung. Ja, die Knitted Cashmere von Kringle. Das war Nummer 1. Und wo wir schon beim Thema Kringle Candle sind. Die nächste, die einziehen durfte, und da war ich ganz mutig, weil die hatte ich vorher mir nicht besorgt als Wax Melt oder als Daylight oder whatever. Da bin ich gleich aufs Glas gegangen, als die Weihnachtsdüfte bei American Heritage erschienen sind oder ins Sortiment kamen, in den Shop kamen. Und zwar die Juniper and Laurel. Und da ich generell jemand bin, der Tannendüfte mag, der grüne, frische Winterdüfte mag und jemand, der absolut in love ist mit Wacholderbeerdüften. Also ich liebe generell den Geruch von Wacholderbeeren, auch beim Räuchern schon, war ich da ganz mutig und habe gleich aufs große Glas gesetzt und habe gehofft, dass ich nicht aufs falsche Pferd gesetzt habe. Und was soll ich sagen? Ach, die Kerze ist ein Traum. Also man muss natürlich Tannendüfte mögen, um die zu lieben. Aber die ist einfach wunderschön vom Duft her. Du riechst in erster Linie natürlich, ich sag mal, wirklich die Wacholderbeere raus. Du riechst Laurel, also sprich Lorbeerblätter raus. Das ist eine richtig schöne Mischung an verschiedenen winterlich grünen Elementen. Ja, das ist wirklich ein richtig frischer, erdiger Waldduft. Also hast wirklich so diese intensive Frische von dem Grün, Wacholder, Lorbeer. Und dann kommt unten wirklich dieses Holzige. Ne? Da kommt Zedernholz raus, da kommt ein bisschen Patchouli raus. Und das ist wirklich auch wieder, also für mich geht er fast so ein bisschen, also einfach vom Gefühl her, natürlich nicht vom Duft her, aber vom Gefühl her geht er für mich auch ein bisschen in so eine cozy Wohlfühlduftrichtung. Wohlbemerkt, wenn man Tannendüfte mag oder grüne Düfte mag. Es ist nicht direkt ein Tannenduft, aber es hat schon sehr, sehr viele Nuancen von Evergreen. Also, wie gesagt, muss man Tannendüfte mögen, aber ansonsten finde ich, ist das eine ganz, ganz tolle, interessante, ja, einfach interessante, spannende Mischung. Einfach auch so ein bisschen durch diese Wacholdernote. Weil ich finde, ich weiß auch gar nicht, ob da Wacholderbeer oder Wacholder, aber es hat wirklich so diese ganz, ganz leicht säuerliche Note, fast wie Wacholderbeeren. Aber wie gesagt, kann ich nicht beurteilen, ob jetzt Wacholderbeeren oder direkt Wacholder als Pflanze an dem. Aber ist ein Traum. Also richtig, richtig schön. Und die wird auch angezündet, denke ich mal, jetzt Richtung Weihnachten gehend, weil, ja, was soll der Geiz, ne? Man sammelt immer und spart sich immer auf und ja. So, dann würde ich sagen, bleiben wir gleich beim Kuschel-Cosi-Thema. Die nächste, die einziehen durfte, wieder einziehen durfte, weil die hatte ich schon einmal. Die ist schon vor 2-3 Monaten leer gegangen. Und jetzt gab es diese hübsche, dekorative, winterliche Neuauflage. Und da habe ich die Chance genutzt und gesagt, ich poliere nur gerade mal den Deckel.
Pad, der so wunderschön ist. Und zwar die Vanilla Birch von Bath & Body Works. Und die kam jetzt mit diesem hübschen winterlichen Outfit daher. Mit diesem traumhaft schönen Deckel mit den Snowflakes drauf. Richtig, richtig hübsch. Und wie gesagt, da ich die ohnehin gern nochmal neu einziehen lassen wollte, durfte die dann mit. Und ich denke mal, Vanilla Birch, brauche ich nicht allzu viel zu sagen. Ist einfach eine traumhaft schöne, warme Komposition aus Vanille, diese Madagaskar-Vanille, Sandelholz und Birkenholz. Ist einfach wirklich ein richtig schön, nicht unbedingt schwer, eher ein leichter, aber dennoch erdender Duft. Und auch wie so eine warme Umarmung. Ich rede heute ziemlich viel von warmen Umarmungen, aber es geht halt alles irgendwie in diese Kuschelrichtung, was jetzt natürlich auch einfach zur Jahreszeit passt und der Jahreszeit geschuldet ist. Für mich geht es jetzt eigentlich zu der Jahreszeit entweder in die wirklich weihnachtliche Richtung, sprich Foodie-Düfte, Keksdüfte, alles was in diese Richtung geht, Gebäck und gewürzlastig, Orange, Apfel, Zimt, Kardamom, Anis, alles was in diese Richtung geht, also was halt wirklich spicy Foodie-Weihnachten ist oder halt was ein bisschen in diese Wohlfühlrichtung geht, wo ich für mich persönlich auch Tannendüfte mit dazu zähle, weil wir sind einfach auch ganz gern draußen in der Natur, im Wald unterwegs. Und für mich ist da gar nicht so viel Raum zwischen grünen, frischen Wintertannendüften und kuscheligen, kuscheligen, heimeligen Düften, die so ein bisschen in die Richtung Skihütte, kuscheliger Pullover etc. gehen. Also das ist für mich alles so ein bisschen eine Richtung, diese Winterwohlfühlrichtung. Genau, Vanilla Birch, also glaube ich, braucht man nicht allzu viel zu sagen, ist einfach ein Träumchen und da bin ich ganz, ganz froh, dass ich jetzt wieder einen habe. Und noch dazu so einen hübschen. So, weiter geht's. Dann hatte ich noch 3 Kerzen im Sale gekauft zum Black Friday. Und zwar von Colonial Candle. Und zwar einmal, so schön diese Deckel auch sind, aber die sind immer so Fingerabdruck anfällig. Colonial Candle. Und zwar einmal Sweet Sugar Plum. Auch 3 Tochter. Ja, und die riecht einfach richtig schön fruchtig. Man riecht wirklich diese süße, gezuckerte Pflaume raus. Auch recht intensiv. Die hatte ich jetzt bisher auch noch nicht unterm Warmer. Kann also jetzt zum warmen Zustand noch nicht viel sagen. Aber erstmal so, wie sie ist, riecht sie schon mal recht intensiv. Ja, es hat einen leichten zitrischen Touch. Bisschen Orange, würde ich sagen. Und dann halt wirklich diese süße, leckere, gezuckerte Pflaume. Und eine ganz leichte Vanillenote. Das ist eigentlich jetzt, was ich wahrnehme. Was steht hier drauf? Plum, Vanilla und Blackberry. Okay, Blackberry. Kommt jetzt bei mir nicht an. Aber gut. Auf jeden Fall diese süße, gezuckerte Pflaume. Sehr, sehr schön, gefällt mir gut, bin ich echt gespannt, wenn die unter den Warmer wandern darf oder eventuell werde ich sie auch anzünden. Bei uns wandern eigentlich meistens, ich sag mal, die großen Gläser unter den Warmer und die kleinen und die Goose Creek, die 400er, die werden meistens abgebrannt, vor allem halt jetzt zur Winter- und Weihnachtszeit, weil wir da einfach auch dieses warme Kerzenlicht genießen und ganz, ganz toll finden und das auch einfach nicht missen wollen. Ja, also natürlich müssen wir ein bisschen aufpassen mit 3 Katzen. Aber wir haben da schon so unsere Stellen, wo die Katzen nicht hinkommen, wo wir dann auch ruhigen Gewissens die Kerzen anzünden können. Genau. Und ich sagen,
Bleiben wir gleich bei Colonial Candle. Und zwar habe ich damit genommen die Myrtle and Moss. So schaut die aus. Finde ich eigentlich sehr, sehr hübsch hier mit dem Label. Erinnert mich so ein bisschen an so ein Vintage-Label. Finde ich recht ansprechend, ein bisschen neutraler. Genau. Ist aus dieser Finch & Wein Series. Und es steht drauf, Apple, Ebony Grasses und Oak Moss. Und ich bin ja auch so ein totaler Freund von Moos. Jetzt muss ich da gerade mal Akku gleich leer. Von Moos, Eichenmoos, Düften, eigentlich alles, was so ein bisschen diese waldige, erdige, tiefe Note in Kerzen reinbringt. Und wenn man da dran schnuppert, dieser Deckel, der ist so ein bisschen weird. Für mich ist das eine richtig, richtig schöne, so eine, ja, so eine Chypre. Chypre-Kerze. Du hast oben so ein bisschen im ersten Moment dieses frische, zitrische, was hier wahrscheinlich von diesem Apfel, obwohl nicht Apfel, ist gar nicht so extrem wahrnehme, ehrlich gesagt, für mich. Hat es eher so eine Orangennote, was ganz leicht Blumiges. Genau, und dann wird es so unten so aufgefangen von dieser tiefen, schweren, erdigen Komponente von diesem Eichenmoos. Eichenmoos, und dann hat es auch noch irgendwie was Holziges mit drin, kann jetzt nicht sagen. War es auf jeden Fall sehr, sehr schwer und holzig und überlagert von dieser Frische. Richtig, richtig schöne Kombination. Finde ich sehr, sehr gut. Ist jetzt nicht unbedingt eine Kerze, die ich jetzt direkt anmachen würde zur Weihnachtszeit, weil dazu haben wir einfach zu viele andere, die jetzt erstmal Vorrang haben. Aber ich fand, als erstes in der Beschreibung fand ich es halt schon sehr, sehr ansprechend und interessant. Und auch jetzt, wo ich es vor der Nase habe, finde ich es eigentlich eine wirklich schöne, interessante Kombination. Also finde ich eigentlich sehr gut. Muss ich mal schauen, wie intensiv die warm kommen. Da bin ich noch so ein bisschen gespannt. Allerdings hatte ich schon einiges an Duftwachs in der Lampe von Colonial Candle. Und da war ich eigentlich sehr, sehr positiv überrascht. Die haben richtig, richtig gut eine tolle Duftabgabe gehabt. Sehr lange, sehr intensiv auch. Also von daher bin ich da recht positiv, was die Kerzen selber betrifft. Aber muss ich mal schauen. Genau, richtig. Genau, und dann haben wir noch eine weitere, auch von Colonial Candle. Und zwar Golden Amber. Ist auch so dieses sehr dezente, recht hübsche Glas, wie ich finde. Golden Amber. Genau. 453 Gramm. Und die ist spannend. Es sind zwei doch da, ja. Und die hat wirklich so ein bisschen was Räucherstäbchenmäßiges. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders umschreiben soll. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen aus so einer Serie, wenn ich mich nicht irre. Da war noch eins mit so einem Buddha drauf und irgendwas. Aber sehr, sehr schön. Also, ja, ich bin ja eh, wie gesagt, so ein Räuchermensch. Und ich mag halt diese Räucherstäbchen-Nuance, die da drin ist. Und generell riechst du auf jeden Fall Amber richtig, richtig schön raus. Als so eine tiefe, schwere Note. So ein bisschen so eine leicht würzig-harzige Note. Und dann hast du auch so eine ganz leichte Vanillenote mit Schwingen. Was der ganzen Sache so ein bisschen so eine Süße verleiht, richtig schön. Und du hast irgendwelche Kräuter da drin. Ums Verrecken habe ich noch nicht feststellen können, welche Art von Kräuter. Aber da ist irgendwie so eine richtig kräutrige Note. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall irgendwelche Kräuter, die da rauskommen. Sehr so krautig. Anders kann ich es nicht beschreiben. Aber das macht die ganze Sache auch wirklich irgendwie interessant, weil du hast halt in recht wenigen Kerzen, vielleicht auch, weil es halt zu speziell ist, recht speziell ist, so diese
Kräuternote mit drin. Es sei denn, du hast mal so ein paar Kerzen, wo dann irgendwie Basil, Basilikum oder Parsley mit drin ist. Aber generell ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwierig mit Kräutern in Kerzen. Ich persönlich mag halt dieses mit Petersilie auch überhaupt nicht. Wenn da irgendwo Petersilie mit drin ist, in diesen Wachsmelz, oder bin ich raus, mag ich überhaupt nicht. Aber hier, ja, es ist so ein kleiner, unterschwelliger Touch, der die Sache echt mega interessant macht. Also die finde ich richtig, richtig toll. Und da bin ich auch mega gespannt drauf, wie die warm kommt. Und ich finde sie einfach auch total hübsch. Na, die so schön hier auf unserer weißen Anrichte. Mega schön. Genau. So, das waren die Colonial Candles. Dann habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5 Goose Creek Gläser hier. Und zwar fangen wir mal an mit den nicht-weihnachtlichen. Da durfte einmal die Ireland nochmal einziehen. Das ist jetzt die dritte. Aber da habe ich wirklich schon 2 leer gemacht, weil ich liebe den Duft dieser Kerze. Da habe ich auch wieder, habe ich vorhin schon erwähnt, meine Liebe zu Moos, zu diesen moosigen, schweren, erdigen Komponenten in Kerzen. Und das ist hier nicht anders. Ist auch wirklich hier Green Moss, steht auch drauf. Genau, und wir sind ja sowieso totale Irland-Fans. Wir lieben generell Irland, Schottland, England und vermissen auch die Urlaube dort so, so sehr. Normalerweise sind wir immer 1-2 Mal im Jahr dort. Aber jetzt, dank Corona, gut, reden wir nicht drüber. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir bald wieder zurück können in meine Herzensheimat. Ja, genau. Und aus dem Grund musste die damals generell als erstes einziehen, ganz egal, wie sie riechen würde. Und sie hat dann auch noch wunderschön gerochen. Und oh, ich liebe sie. Ich sag immer, ich liebe, aber gut, sonst würde ich es mir auch nicht kaufen, wenn ich sie nicht lieben würde. Richtig? Richtig. Genau, das ist ein ganz, ganz toller Naturduft. So würde ich es beschreiben. Und du riechst wirklich diese schwere Note von, ja, ich würde fast sagen, von nassem Moos. Was ich total faszinierend finde, nach wie vor. Ich finde es sowieso generell immer faszinierend, wie man wirklich Düfte so perfekt erzeugen kann, dass die wirklich dieses Gefühl rüberbringen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also wenn du an der Kerze riechst, dann denkst du wirklich, du stehst auf so einer wunderschönen, grünen, saftigen, feuchten Klippe in Irland, schaust aufs Meer hinaus, es ist so ein bisschen windig, leichter Regen. Und auch wenn es, ich glaube, es stand nicht in die Duftkomponenten, aber ich habe da auch, für mich kommt auch so eine ganz, 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 ganz leichte Rauchnote. So ein bisschen so fast so torfig. Aber vielleicht ist da auch nur der Wunschvater des Gedanken, ich weiß es nicht. Aber für mich kommt da so eine leichte Torfnote. Richtig, richtig schön. Ja, und dann hast du halt dieses holzige Sandelholz ist da auch mit drin und Salbei. Und generell finde ich auch, wenn Salbei als Duftkomponente irgendwo mit drin ist, ist auch mal eine ganz, ganz tolle Nuance, die da hinzukommt. Macht es auch so ein bisschen, ja, rauchig, würde ich sagen. Und gleichzeitig so ein bisschen aromatisch. Also die Ireland Herz. Und dann durfte noch die, um die Sache komplett zu machen, die Schottland mit einziehen. Da habe ich jetzt auch nicht so viel erwartet vom Duft, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich die auch am Anfang nicht mitgekauft. Weil die Komponenten klangen doch sehr, auch wenn es ja dieses Sugared Shortbread sein soll, aber die Duftkomponenten klang für mich doch halt sehr einfach nach Vanillekeksen. Ja, Vanillekekse. Und machen wir uns nichts vor, sie riecht auch nach Vanillekeksen. Also Shortbread hin oder her, Vanillekekse.
Es ist einfach eine ganz, ganz leckere, süße Vanille-Backnote. Ja. Butter, Zucker und ganz viel Vanille. Ja, also die ist jetzt nicht irgendwie... Die ist oben so richtig merkwürdig, so voll weird aus. Sieht man das? Weiß ich nicht. So gruselig. Keine Ahnung. Egal. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht die Offenbarung vor dem Herrn in Sachen Duft. Aber es ist ein schöner, echt, echt schöner Fudi-Vanille-Duft. Also geht auf jeden Fall weg, ja. Und ja, ich muss zugeben, da bin ich dann halt auch wirklich so ein kleines Opfer. Ich meine, wenn die beiden nebeneinander stehen, ist doch einfach mega schön. Irland und Schottland. Gut, genau. So, weiter geht's. Wir kommen langsam aber sicher dem Ende zu. Wir haben noch 3 Stück. Und zwar aus der diesjährigen Weihnachtskollektion. Ich habe eine noch erstmal, ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist aus einer älteren vom letzten Jahr. Ich weiß es nicht. Dieser 3-Dochter hier. Der hatte einfach einen sehr guten Preis. Und ich fand einfach dieses Label auch so mega schön. Die Wachsfarbe. Und da dachte ich, gut, so schlimm. So schlimm kann es nicht sein. Nein, nein, im Ernst. Da dachte ich, gut, für den Preis, ich weiß nicht mehr, was er gekostet hat, aber durfte die auf jeden Fall mit. Candy Cottage. Und ich war auch überrascht, weil ich dachte, ich glaube, ich hatte mir da auch gar nicht die Duftkomponenten durchgelesen, ganz ehrlich. Und ich war eigentlich positiv überrascht, weil sie riecht wirklich zuckrig, süß nach Bonbons eigentlich eher. Wirklich nach Candy und weniger, für mich eigentlich überhaupt nicht, nach jetzt Gingerbread. Also, weil ich hatte da erst so ein bisschen befürchtet, dass es so ein bisschen in diese Lebkuchenrichtung gehen würde. Was okay wäre, ich mag Lebkuchendüfte, aber ich habe einfach schon unheimlich viele Lebkuchendüfte. Aber hier hast du halt wirklich in erster Linie diese Candy-Komponenten. Alles, was irgendwie nach Candy riecht, ist hier drin. Ja, du hast halt diese Beerennoten, so Himbeer, Brombeer, was säuerlich ist, so ein bisschen, ich sag mal, in diese Gummibärchen-Richtung gehend. Und halt auch ganz, ganz viel süß. So ein bisschen in diese Zuckerwatte-Richtung. Also einfach ein richtig schöner, netter Candy-Duft, der irgendwie immer geht. Das ist jetzt für mich auch nicht unbedingt ein Weihnachtsduft, vom Label mal abgesehen. Aber ansonsten geht ja auch unterm Jahr, wenn einmal so nach so einem netten, süßen, zuckrigen, klebrigen Candy-Duft ist, genau. Und dann von der diesjährigen Weihnachtskollektion haben wir... Oh, ich habe noch einen unterschlagen, es sind 3. Und zwar einmal den, ich will immer sagen Treat Yourself, weil darauf basiert es ja, aber Treat Your Elf. Der hat mich auch gleich wieder so angelacht, irgendwie ganz ehrlich, wegen dem süßen Elf da drauf. Genau, und der soll riechen nach Gumdrops, Berries und Lemon Sugar. Und den haben wir auch schon ein bisschen gebrutzelt. Und ich muss sagen, ich finde ihn echt, echt schön. Und war auch überrascht, weil der irgendwie doch recht speziell schnuppert. Also so von außen, also ich sag mal, das, was hier drauf ist, ist so überhaupt nicht drin. Was okay ist. Aber es ist auch nicht so dieser typische saure Gummidrops-Duft, den man jetzt erwarten würde. Also ich finde, es ist eine ganz, ganz, ganz schöne, interessante Mischung. Du riechst halt schon so ein bisschen dieses Zuckerware, also irgendwie Naschzeugs. Also ich sehe da so ein paar bunten Zuckerbonbons. Aber da hast du auch so eine leichte Zitrusnote. Und halt irgendwie Vanilleteig, Vanillebuttercreme, Vanille, also so eine Basis aus Vanille. Aber ich finde es halt wirklich eine sehr, sehr interessante Mischung aus
säuerlich und süß. Richtig schön. Gefällt uns sehr gut. Der Treat Your Elf. Und ich finde den einfach aus der nicht total süß. Elf on the Shelf. Genau, also ein richtig schöner Duft. Ist jetzt nicht der Oberknaller, aber definitiv kann man machen. Und werden wir auf jeden Fall, denke ich, auch dieses Jahr noch leer machen. Genau, dann den nächsten aus dieser Reihe. Den Hot Cocoa and Peppermint. Na, war ich auch erst ein bisschen skeptisch, ob ich mir stellen soll oder nicht, weil ja, wir haben einfach schon so viele Düfte, die in diese Candy Cane, Peppermint Richtung gehen und ist für mich auch so ein Duft, der mal geht, aber nicht zu oft. Ich brauche das nicht zu oft, ehrlich gesagt. Und da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass der sehr pfefferminzlastig ist und dass dieser Candy Cane sehr im Vordergrund steht, was er Gott sei Dank nicht tut. Der ist richtig, richtig genial. Du hast wirklich ganz weit vorne ganz viel leckeren, heißen Kakao. Und wenn du mich fragst, auch wirklich ein richtig schöner, authentischer, süßer, ja, warmer Kakaoduft. Also lecker, einfach lecker. Das ist wirklich, dass du sagst, du hast die Tasse mit heißem Kakao vor dir. Und diese Candy Cane Note oder dieses Peppermint geht für mich eigentlich relativ unter. Also wir hatten sie jetzt unterm Warmer stehen und du hast eine ganz leichte Pfefferminznote, aber wirklich sehr unterschwellig, was ich persönlich sehr begrüße, weil ich glaube, wenn dieses Pfefferminz so den Kakao so wirklich so, ich sag mal, überlagert hätte, es wäre irgendwie schade um diesen richtig, richtig tollen heißen Kakao-Geruch. Also die, muss ich sagen, ist richtig toll, wenn ihr noch einen schönen, ich sag mal, wirklich heiße Schokolade, einen heißen Kakaoduft sucht mit einer ganz kleinen Nuance Peppermint, kann ich euch den echt ans Herz legen. Der ist ganz, ganz toll. Bin ich auch echt froh, dass ich den doch mitgenommen habe und meiner Skepsis nicht nachgegeben habe. Genau, und der letzte im Bunde ist dann noch der Frozen Twilight. Und guckt euch den an, ist der nicht einfach wunderschön? So ein bezauberndes, magisches Label. Ganz große Liebe. Also, da war mir dann schon fast egal, wie er riechen würde. Nein, aber guckt euch das Label an, die Farben. Oh. Genau, Frozen Twilight, Woods, Citrus und Lavender. Und den haben wir auch schon erst gebrannt. Jetzt ist mein Akku gleich wieder runter. Sorry. Erst gebrannt und dann gewarmert. Demzufolge sehen die Düfte da so leicht verkümmert aus. Wird dann wieder unter den Warmer wandern. Und das ist ein richtig, richtig schöner, frischer Winterduft. Hast oben so ein bisschen diese Frische durch diese Zitrusnote. Dann hast du wirklich wie ein Schneeduft. Einfach ein Schneeduft. Ich weiß nicht, wie es so ein bisschen ozonisch, einfach dieser frische Duft von Schnee und diese ganz leichte Lavendelnote. Also die kommt auch wirklich echt nur so ein bisschen unterschwellig, wabert die vor sich hin, aber sie kommt durch und ich finde es eigentlich eine sehr, sehr schöne und interessante Mischung, auch in dieser Kombination. Also der Twilight Frost ist, nee, Twilight Frost, der ist wieder woanders, Frozen Twilight, oh my God. Twilight Frost, wo war das denn? War doch auch irgendwo gerade. Frozen Twilight. Anyways, Frozen Twilight von Goose Creek ist nicht nur vom Label einfach ein Traum, auch vom Duft her richtig, richtig große, große Winterkerzenliebe. Genau, ich glaube, das war's. Erstmal, was ich. Genau. Das waren alle Gläser, die jetzt in den letzten dreieinhalb Wochen einziehen durften bei uns. Habe mich da eigentlich relativ zurückgehalten.
Zumindest was die Gläser betrifft. Die Kiste mit den Wax Smells und Daylights sieht ein bisschen anders aus. Da ist so einiges. Neue Firma für mich, habe ich mal ausgetestet. Kann ich auch mal ein Video zu machen. Finde ich nämlich eigentlich sehr, sehr cool. Milkhouse Candle Co. Anyways. Genau, bei Wax Smells und Daylights und Co. sieht es ein bisschen anders aus. Aber ich denke mal, vielleicht, wenn ich lustig bin, Lust und Laune habe und Zeit habe, mache ich da auch noch ein kleines Video zu und labere euch da auch noch eine Runde voll. Und ja, das soll es gewesen sein. Sagt mir doch mal, ob ihr auch welche von diesen Kerzen daheim habt und wie sie euch gefallen und welche davon dann euer Favorite ist. Ja, genau. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Je nachdem, wann ihr es schaut, einen wunderschönen Abend. Und ja, bis die Tage. Macht's gut.